Jabba dabba du, meine kleinen Giga Gamer Kings, und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Guide. Ihr seht hier schon das nächste Auto. Ganz wichtig ist, ihr braucht den glänzenden, weil der rostige sieht schäbig aus. Und das Auto habe ich gestern schon mal aus Spaß getuned, und ich kann euch sagen, Stenson geht. Also tiefer legen, mit dem auf die Dings schießen. Das Problem ist, er springt danach nicht mehr an. Das heißt, ihr könnt ihn ohne Scheinwerfer und so gerne irgendwo dann hinstellen, komplett tiefer gelegt. Aber wie gesagt, er springt nicht an, oder ihr müsst halt ein bisschen weniger stancen. Ich werde am Ende der Folge das trotzdem, also am Ende von diesem Auto das trotzdem machen. Ich werde hier erstmal schön das Xenon reinbauen. Neon-Anordnung natürlich hier an allen Seiten. Ich nehme euch jetzt auch mal, weil die Folge nicht so viele Autos beinhalten wird, überall hin mit. Also bei jedem Auto. Ich denke, wir machen mal ein Gelb, ja, doch, ich denke, das passt. Nummernschild, so Lackierung, das wäre mal wieder ganz wichtig. Ich denke, hier nehmen wir jetzt irgendwas. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Nee, wir können nicht wieder ein Lila nehmen, das ist langweilig. Wir wollen irgendein Gelb. Ein Gelb wäre mir lieb. Wir nehmen jetzt mal ein Gelb. Wir nehmen jetzt mal hier das Taugelb, ja, mit einem. Perleffekt, den man vielleicht auch ein bisschen doller sieht. Ich hätte gerne einen Perleffekt, der doller absticht. Ich denke, ein roter Perleffekt, auch wenn man ihn jetzt nicht so doller sieht, passt gut. Sekundärfarbe machen wir mal, das ist ja das Dach. Ich denke, das machen wir mal Metall. Gebürstetes Aluminium passt. Ja, wir nehmen mal gebürstetes Aluminium. So, Federung. Na, was natürlich, die Wettkampffederung. Haben viele von euch wahrscheinlich nicht frei, aber das ist kein Problem. Das ist schon fast die Originale. Und so, da droppt der nicht. Nein, wir wollen das noch nicht verlassen. Reifen natürlich ganz wichtig. Lowrider. Und hier finde ich passen einfach am besten. Wo sind sie? Hier war sie doch. Hier, die Felgen. Ich finde, die passen auf den einfach so gut drauf. Machen wir die auch in dem Grau wie das Dach. Josie Reifen lassen wir wieder weg. So. Jetzt gehen wir erstmal raus. Bestätigen. So, jetzt gucken wir mal, was dieses Auto uns an. Ihr seht schon, er hat wieder was, und er ist eine richtige Mafia-Limousine irgendwie. Es ist wieder ein Albani, schon der zweite Albani. Albani ist irgendwie so die Marke, die noch vergessen wurde. So ein bisschen. Wir probieren es natürlich wieder aus. Jetzt sieht man den roten Perleffekt auch nochmal. Und ihr seht nochmal, wie doll dieses Auto runterkommt, ja. Also, sexy as fuck. Ich habe ihn nochmal in einer anderen Farbe gestern fotografiert gehabt. Deshalb macht ihr auch keinen Screenshot diesmal davon. Und achso, ja, wir wollen ja komplett droppen. Ihr seht schon, wie tief er kommt. Vielleicht springt er diesmal sogar an. Vielleicht haben wir Glück. Kann ja sein. Vielleicht habe ich gestern einfach bloß Pech. Ja, hier ist er natürlich jetzt noch nicht gedroppt. Und hier droppen wir ihn jetzt auch trotzdem nochmal. Ja, okay, da war er weg. Aber ja, ihr bekommt noch mal ein gedropptes Bild auf jeden Fall von mir rein. Aber ihr habt gesehen, er sieht geil aus. Aber passt auf, am besten bloß eine Stufe droppen. Kleiner Tipp von mir. Ihr seht ja immer, es gibt zwei Stufen. Den einfach bloß eine Stufe droppen. Dann geht das. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Auto wieder. Und ja, bis gleich. So, hier haben wir das nächste Auto. Das ist ein Auto, was auch zum Lowrider umgebaut werden kann, aber ihr seht schon, es kann mega geil werden. Es ist auch oft wirklich in dieser Farbe lackiert. Ihr seht dieses Gold. Und ich werde an diesem Gold einfach nichts ändern, weil es einfach mir schon so gefällt. Ich weiß nicht, ob es sogar schon, was für ein Gold das ist. Wir gucken mal. Ist es vielleicht ein Metallic? Nein. Ist es ein klassisch? Nein. Ist vielleicht wirklich ein Metall? Dieses Gold hat auf jeden Fall was. Ich weiß nicht, woher es kommt.
Ich weiß nicht, was für eine Farbe es ist. Also, irgendwie hat er das hingekriegt. Wir können die Farbe jetzt nicht sehen. Egal. Ich mache ihn jetzt erstmal in der Sekundärfarbe. Ist ganz wichtig, dass wir leider die Sekundärfarbe haben. Nicht Bachbraun, sondern wir brauchen ein Grün. Nämlich das Renngrün. Oder das Dunkelgrün. Ihr könnt es euch auch sehen, nicht nur das Renngrün. Das Renngrün würde ich aber ehrlich gesagt mit purem Gold verwenden. Nehme jetzt mal pures Gold. Und Primärfarbe nehme ich dann einfach dieses Metallic Grün. Weil dann habt ihr es ein bisschen heller. Wie gesagt, sonst könnt ihr auch einfach das andere nehmen. Das macht, glaube ich, auch, das macht keinen Unterschied. Aber jetzt guckt euch einfach mal die Farbe an. Es ist doch nice. Es ist doch einfach nice. Es ist zum Dahinschmelzen. Und den kann man droppen. Es ist einfach ein Auto, wo ihr sagen könnt, scheiß drauf, ich brauche dieses Update nicht. Es sieht auch so geil aus. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen schneller, damit wir noch ein bisschen mehr Video haben. Und ihr werdet wahrscheinlich hier, ihr seht auch, wir haben viele Auspuffe. Wir haben natürlich den Tuning-Auspuff. Wir nehmen hier mal den Sportkühlergrill. Und es ist einfach so nice. Es ist so nice. Ihr könnt einfach sagen, ich brauche dieses scheiß Update nicht. Ich brauche es nicht. Ihr könnt sagen, ich habe mein Auto. Ich brauche da kein Update. Und bei dem Auto könnt ihr es, glaube ich, echt sagen, oder? Also guckt es euch an. Spoiler mache ich keinen drauf, finde ich, passt nicht. So tiefer gelegte Federung, so Turbo natürlich auch rein. Reifen, Felgentyp, Lowrider, das ist klar. Was machen wir da drauf? Ich weiß gar nicht, was habe ich gestern drauf gemacht. Habe ich drauf gemacht? Nee, die will ich nicht drauf machen. Oh ja, genau die mache ich drauf. Felgenfarbe. Dann nehmen wir das Gold. Das habe ich mir jetzt schon in den Kopf gesetzt. Gold. Alter. Ich komme gleich hier. Guck mal, Ego-Perspektive geht auch eigentlich klar. So, bestätigen, dass wir Los Santos Customs verlassen wollen. Wir wollen den Drecksladen nicht mehr. Wir brauchen aber bloß Los Santos Customs so. Und ich habe den nochmal abends natürlich so. Jetzt guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Das Foto, was ich euch zeigen werde, wird zwar Nacht sein, aber das ist scheißegal. Man kann ihn droppen. Das werden wir auch direkt machen. Live für das Video. 1, 2. Ich weiß, dass man ihn droppen kann. Ihr müsst aufpassen, weil ihr vielleicht doch in den Tank schießt. Und wenn ihr dann einmal auf diesen Tank kommt, dass er explodiert relativ schnell. Wen solltet ihr so eine Tanklache haben? Dann holt euch lieber ein Auto und schießt das euer Auto damit weg. Weil euch das Feuer, was aus dem Auspuff kommt, kann das Auto wirklich, kann das Benzin wirklich entzündet werden. Das ist kein Mythos, das ist wirklich klar. So. 1, 2. Jetzt werden ein paar von euch sagen, Erwin, du hast doch ein paar Autos vergessen. Du hast doch total viele Autos vergessen. Das geht doch nicht klar, du hast wirklich ein paar Autos vergessen. Ja, ihr seht, er fährt noch und das ist nice. Du hast doch Autos vergessen, wie kann denn das sein? Der Voodoo, der fehlt doch. Nein, erstens ist der Voodoo nicht leicht zu finden. Man muss in Sandy Shores relativ lange suchen, um ihn zu finden. Und zweitens, er ist rostig, wenn man ihn nicht mit Lowrider macht. Weil man könnte ihn ja für 5000 kaufen, das ist ja nicht die Welt. Aber trotzdem muss man es nicht. Also der Voodoo mit Lowrider Update ist ja mega geil. Für mich sogar, glaube ich, fast der beste mit dem Primo hier. Aber der Primo, ihr seht, der ist auch ohne Lowrider Update einfach ein Lowrider. Er ist wirklich low. Droppe low, ja? Hier, ihr könnt richtig hier anmachen. Ich mache Musik aus. Ich singe jetzt. Low Rider, also es ist mega nice, dieses Auto. Da braucht ihr nichts sagen, oder? Da könnt ihr mir nur zustimmen, dass der in dieser Farbkombi einfach mega nice aussieht. Und ja, mehr Autos sind jetzt in dem gar nicht drin.
Und außerdem wollte ich noch mal sagen, auch die günstigen, relativ günstigen Autos, die unter 100.000 im Store kosten, habe ich jetzt hier nicht mit drin, weil man sie halt nicht auf der Straße leicht finden kann. Klar muss man manchmal die Autos suchen, weil sie auch, weil es halt auch in GTA verschiedene Verkehrsmodelle gibt. Da muss man zur Not mal die Sitzungen wechseln, das geht auch. Und dann könnt ihr passiv, also braucht ihr glaube ich nicht mal Passivmodus, weil so teuer sind die Autos nicht. Wichtig, versichert das Auto. Versichert das Auto. Ich habe jetzt schon mehrmals gehabt, dass ich einfach ein geiles Auto getuned hatte und es einfach vergessen habe zu versichern. Es ist nicht so viel Geld und es lohnt sich, weil wenn das Auto weg ist, ist die Trauer groß. Ich kenne es von mir. Und ihr bekommt jetzt noch ein paar geile Fotos. Ich fahre hier nochmal an der Seite. Und dann würde ich sagen, ich bin Armin Go und raus. Tschüss.